Herr Steinbrück, wir haben uns länger nicht gesehen. Wie froh sind Sie denn aktuell, nicht in politischer Verantwortung zu stehen? Ja, es ist wahrscheinlich die schwerste und tiefgreifendste Herausforderung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Vielleicht abgesehen von der deutschen Vereinigung. Und das bedeutet, dass eine Regierung hochgradig im Stress ist und dass man ihr auch gelegentlich Irrtümer zubilligen muss in einer solchen radikal veränderten Situation. Wir haben so etwas noch nicht erlebt. Wird Sie es reizen, dabei zu sein? Nein, ich habe ja irgendwann mal den Schluss gezogen, aus der Politik oder von der politischen Bühne zu weichen. Und das ist auch in Ordnung. Und man muss dann dazu stehen. Das ist mit Aber es ist ja nicht die Antwort auf die Frage. Sie sind ja jemand, der immer gerne nach vorne gegangen ist und Lust hatte, Führung zu übernehmen. Nein, mein Gott, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und deshalb finde ich es ganz gut, wenn das andere mal machen und auch jünger sind und die noch stressresistenter sind als ich. Wer hat Sie zuletzt aus der Regierung um Rat gefragt? Niemand. Keiner ruft Sie mehr an? Nein, das ist ja so, als ob man nicht mehr wichtig ist oder das Ego davon berührt sein könnte, ist es nicht. Ja. Welchen Rat hätten Sie denn, wenn Sie jemand anrufen würde? Wen würden Sie gerne mal beratschlagen? Nicht jemanden spezifisch, aber ich würde gerne darauf hinweisen, dass bisher mir der Begriff Zeitenwende, ich würde fast eher reden von einem Zeitenbruch, noch nicht richtig ausreichend erklärt worden ist. Meine Wahrnehmung ist, dass wir es zugespitzt zum ersten Mal seit Ende des Krieges mit einem Kriegsverbrecher im Kreml zu tun haben, der ein bis dahin von Russland anerkanntes Land überfallen hat, dort Menschheitsverbrechen oder Menschlichkeitsverbrechen begeht, der wahrscheinlich auch Völkermord begehen lässt, der versucht, uns zu erpressen mit der Energiewaffe, der das ultimative Einsatzverbot von Nuklearwaffen als Drohmittel besitzt, der uns Europäer und uns Deutsche treibt in eine Konfrontation zwischen Gewaltherrschaft und zwischen Freiheit und Demokratie. Das sehr viel stärker zuzuspitzen, dass das eine völlige Umkehrung aller bisherigen Verhältnisse ist, an der Aussage fehlt es mir etwas. Was bedeutet das dann in der Konsequenz? Das ist ja die Frage. Also wie definieren Sie sozusagen das, was aus dieser Analyse folgt? Das ist ja der entscheidende Punkt. Daraus folgt mir sagte das neulich jemand, wenn ich Sie unterbreche, mir sagte neulich jemand, den hier in diesem Raum auch jeder kennt, sagte, es wird höchste Zeit, dass dieses Land endlich in den Kriegsmodus kommt. Das halte ich für falsch. Dieses Land ist nicht im Krieg. Nein, nicht im Sinne von, wir sind im Krieg, sondern im Sinne von das Bewusstsein dafür entwickeln, dass jetzt echte Herausforderungen anstehen. Ja, dem stimme ich zu. Aber bitte nicht gleich Kriegsmodus. Nein, das geht mir zu weit. Aber wir sind auf der richtigen Spur. Indem ich auf der einen Seite sage, ja, die Politik muss den Menschen stärker erklären, was bedeutet dieser Zeitenbruch, Dimension und Konsequenzen. Aber umgekehrt will ich es uns Staatsbürgern auch nicht so leicht machen. Sondern wir haben auch zu begreifen, dass wir aus einer lange gepflegten Bequemlichkeit und Leichtfertigkeit langsam mal aufwachen und feststellen, dass auch wir Staatsbürger unseren Beitrag dazu beitragen müssen, dass wir nicht erpressbar sind. Was heißt das? Das heißt, dass ich niemandem vorschreiben will, ob er mit dem Waschlappen oder mit der Dusche irgendwie umgeht. Aber ich werde jeden fragen, was ist dein Beitrag, damit dieses Land nicht erpressbar ist? Und wenn ich dann lese, dass der Verbrauch der privaten ihren Gasverbrauch um 14 bis 15% gesteigert haben gegenüber dem dreijährigen Jahresdurchschnitt bisher. Dann komme ich zu dem Ergebnis, dass dieses Land das bisher nicht begriffen hat. So. Und auch die Gefährdung nicht, die auf unserer Demokratie und unserem freiheitlich-demokratischen System lastet. Das ist ja ganz interessant. Ne? Es gibt ja noch eine andere spannende Zahl dazu. Ich glaube, die deutsche Industrie hat bereits 22% eingespart. Wobei, vielleicht können wir die auch noch mal definieren. Ich habe diese Zahl dieser Tage gelesen. Und der fürchterliche Verdacht, der mich beschlich, war, vielleicht gibt es viele von denen gar nicht mehr. Und deswegen sparen wir ein. Ist das so? Das ist ein wichtiger Punkt. Weil das ist ja keine freiwillige Einsparung. So. Das sind Produktionsstilllegungen, zumindest vorübergehende, auch mit dabei. Das muss man dann an dieser Stelle sagen. Und wenn ein Drittel der chemischen Industrie, zumindest sagt das der Verbandspräsident, am Abgrund stehen, das ist der Kern des Kerns dieser Volkswirtschaft. 90% aller industriellen Prozesse in diesem Land stecken chemische Betriebe, chemische Erzeugnisse drin. Und wenn von denen ein Drittel am Rande stehen, dann ist das absoluter Wahnsinn. Insofern, es sind auch nicht freiwillige Einsparungen, sondern es sind teilweise eben auch notgedrungene Produzenten. Und jetzt wird es langsam Zeit, über uns Verbraucher auch zu reden.
Ich glaube, das ist auch das, was Herr Steinberg meinte. Frau Pagung, Sie als Politikwissenschaftlerin schauen da wie drauf. Das ist ja auch eine Frage von Kommunikation. Da erleben wir ja gerade ein Beispiel dafür. Da sitzt jetzt jemand, der sich nicht scheut, das so klipp und klar zu sagen. Von denen, die da gerade vorne dran stehen, der arme Klaus Müller, hinter dem versteckt sich immer jeder, der Chef der Bundesnetzagentur, der warnt und warnt. Aber alle anderen sagen nur, wird schon, Speicher sind voll, wir kommen da ganz gut durch. Ja, ich glaube, es ist auch viel Gewohnheit der Menschen in Deutschland, dass außenpolitische Krisen oder internationale Krisen nur eine sehr begrenzte Einwirkung auf das alltägliche Leben von uns allen haben. Und wenn wir natürlich dann auch die Fragen haben, ja, also wann kommt die Stromrechnung, wann kommt die Wasserrechnung, wann kommt die Heizkostenabrechnung, die kommt Ende des Jahres. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es einen Teil unserer Gesellschaft gibt, die natürlich auch nicht deutlich mehr sparen können. Also es ist natürlich auch eine Frage von Privileg, wie viel man sparen kann und wie viel man nicht sparen kann, indem man es einfach von selber tut. Nochmal, Herr Steinberg, Zeitenwende. Die Frage, was ist sozusagen zumutbar? Ich stelle die Frage mindestens einmal in der Woche. Wann kommt der Erste und sagt, dich brauchen wir jetzt? Und für dich bedeutet das etwas. Für dich bedeutet es zum Beispiel, dass du höhere Steuern zahlen musst. Da kommt der Bundesfinanzminister, der ehemalige, ja, und zuckt. Also es gab über die Agenda 2010 diese Doppelung fördern und fordern. Der Staat, die Politik ist dazu da, diejenigen zu fördern, die wirklich in existenzielle Nöte kommen. Unzweifelhaft. Und zwar Menschen, die in Notlagen hineinkommen, genauso wie die Unternehmen. Mhm. Und dazu gibt es auch, wie ich glaube, weiterreichende Vorschläge, auf die wir vielleicht kommen. Aber er darf die Zivilgesellschaft, die Bürgerschaft auch fordern. Er darf sie auch fordern. Und zwar gerade diejenigen. Das ist doch völlig aus der Mode gekommen. Ja, weil die Politik verzichtet darauf, überhaupt über Zumutung zu reden. Nur wir haben es mit einem Zeitenbruch zu tun. Und in dieser Lage, glaube ich, darf Politik sich auch hinstellen und zu sagen, ich erwarte, dass ihr euren Beitrag dazu leistet, dieses Land durch diese Krise mit durchzustellen. Die drei, die wir da gerade im Bild sehen, Herr Steinberg, erklären die das? In meinen Augen zu wenig. Ich glaube sogar, dass sich daraus eine Stärke unserer Gesellschaft entwickeln könnte. Ich glaube das ja auch. Indem nämlich all diejenigen, die legitime individuelle Interessen haben, plötzlich aufgefordert werden, doch an einen Gemeinsinn wieder zu glauben und vielleicht es auch ertragen können, Bedrohungen auszuhalten, aber ihnen auch nicht nachzugeben und Erpressungen auszuweichen. Das, was der Putin betreibt, er ist auf dem Weg, uns zu erpressen mit der Drohung einer Nuklearwaffe und mit Blick auf die Energiewaffe. Und dem zu widerstehen, ist eine Aufgabe an die gesamte Zivilgesellschaft. Fördern und fordern. Übrigens bezogen auf die Steuerfrage. Ja, genau, was würden Sie fordern? Mir geht sehr stark durch den Kopf, als diese Gasumlage debattiert wurde. So. Die richtige Antwort wäre ja nicht die Gasumlage gewesen, sondern die richtige Antwort wäre gewesen eine Steuererhöhung. Und zwar für diejenigen, die in den oberen Etagen wie Sie und ich leben. Und das bedeutet, dass man den Soli in den Tarif hätte integrieren können, dass man die Sprünge hätte ausgleichen können. Und damit hätten wir mehr Steuereinnahmen. Was bedeutet, dass die oberen Etagen dieser Gesellschaft zur Finanzierung dieser Situation, insbesondere dem Überleben der großen Gasversorger, ihren Beitrag hätte leisten müssen. Stattdessen Tankrabatt, auch für Sie? In meinen Augen. Energiegeld, auch für Sie, 300 Euro? Ja, eben, richtig. Also wie fanden Sie das? Ich fand es falsch, weil die Zielgenauigkeit nicht gegeben ist. Falsch das einzige Wort, das Ihnen einfällt? Ja, es ist auch verteilungspolitisch völlig unvertretbar gewesen. Wenn ich denjenigen helfen will, die es wirklich brauchen, dann muss ich mit Direktzahlungen an die herantreten, die wirklich in den, am meisten zu leiden haben unter den augenblicklichen Verhältnissen, aber nicht bezogen auf meine Vermögens- und meine Einkommenssituation. Das heißt, Sie hätten es wie gemacht? Ich hätte keinen Tankrabatt verabschiedet. Ich weiß nicht, wie viel der Tankrabatt gekostet hat, aber diesen Tankrabatt hätte ich in die Entwicklung... 1,5 Milliarden pro Monat. 1,5 Milliarden, die hätte ich besser investiert. Ja. Das Energiegeld? Weiß ich nicht, 300, 300 Euro, Euro pro, ja. Bürgergeld. Aber die Energiepauschale war 300 Euro, aber eben auch für alle, jenseits aller Einkommensklassen. Deswegen, bevor man über Steuererhöhungen nachdenkt, wie Herr Steinberg das tut, wäre mir ja schon lieb, dass die Ausgaben zielsicher, treffsicher sind, die ja getätigt wurden. Und wir reden über inzwischen 100 Milliarden Euro, alle drei Entlastungspakete, von denen bestimmt 20, 30, 40, wie viel auch immer, nicht treffsicher sind oder mit der Gießkanne auch an Menschen wie Sie und uns hier geflossen sind. Und da wäre mir Treffsicherheit lieber gewesen, anstatt dass man parallel über Steuererhöhungen redet. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, nochmal die Erklärung der Zeitenwende. Also, wir reden hier häufig über Sprache. Sprache ist ja so wahnsinnig verräterisch und Sprache hat auch so eine Kraft. Wenn Sie so Begriffe hören wie den Doppelwumms oder you never... Sorge ich schon für Heiterkeit mit dem Wort Doppelwumms hier. Ich find's echt you never walk alone.
Wie ja, finden Sie das? Nun muss die Politik, der wird ja häufig unterstellt, sie redet so verquast und so schwierig, dass kein Mensch sie versteht. Oder sie redet so inhaltsleer, nach dem Motto, eine gute Grundlage ist die beste Voraussetzung für eine solide Basis. So, und deshalb braucht die Politik Bilder und sie braucht auch starke Begriffe. Insofern bin ich sehr dafür, dass solche, fast hätte ich gesagt, Formeln auch in die politische Sprache gehören. Aber ist das nicht die zweite Kategorie? Das ist eine leere Floskel? You never walk alone. Ist das nicht ein Versprechen? Was heißt das? Naja, das ist schon eine Anlehnung an die großen Gesänge. Eigentlich das Lied, das von Liverpool rübergekommen ist, das auch im Iduna-Stadion von Dortmund gesungen wird. Also da assoziieren schon sehr viele damit, wir stehen solidarisch zusammen. Das finde ich als Botschaft gar nicht schlecht. Sie auch, Herr Brücker? Ja, ich finde es einerseits schwierig, also Olaf Scholz, dem Mann, der, glaube ich, die nüchterne, sachliche, monotone Sprache erfunden hat, der kommt plötzlich mit Bazooka und Wumms um die Ecke, klingt wie aufgeschrieben, nicht glaubwürdig, nicht authentisch, einer Punkt. Und zweitens, er verspricht mit You Never Walk Alone etwas, was er aus meiner Sicht gar nicht halten kann. Und das ist ja eigentlich auch Ihre These. Wir werden in eine Situation hineinkommen, wo es dramatische Verlierer so geben wird. Und es wird richtig teuer und es wird auch für manche richtig eng, sei es privatinsolvent oder unternehmerische Insolvenz. Und dann ist You Never Walk Alone so ein bisschen so, lass uns mal alle unterhaken, dann wird das schon. Ja, aber entweder kritisieren wir ihn für eine zu technokratische Sprache oder wir kritisieren ihn dafür, gar nicht um Olaf Scholz, dass er nun andere Begriffe gebracht hat. Also das steht nun im Zähler und Nenner und der Mann entscheidend kann tun, ist, dass was er will, er wird kritisiert. Was er nicht halten kann. Das entscheidend wäre, dass er nichts verspricht, was er am Ende nicht halten kann. Bei der Sprache bin ich bei Ihnen, kann man das so oder so sehen. Aber hat er das mit dem Satz You Never Walk Alone? Hat er da jedem versprochen, dass er nicht alleine läuft, sondern er hat versucht zu signalisieren, die Politik tut alles in ihren Kräften, um, auf Deutsch gesagt, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit dem ehemaligen Chefökonom der Weltbank, den Sie mit Sicherheit kennen. Der hat auf etwas Interessantes hingewiesen. Der sagte, das Aufstiegsversprechen funktioniert einfach nicht mehr. Und das kann man auch messen. Und daher kommt auch diese Unruhe und diese Unzufriedenheit und auch Erfolge der ganzen rechten und rechtspopulistischen Parteien quer durch Europa, der Aufstieg Donald Trump und anderer. Der sagt etwas sehr Interessantes. Er sagte, Menschen, die nach 1940 geboren wurden, die hatten zu 90% die Chance, aufzusteigen. Das heißt, denen ging es immer besser als ihren eigenen Eltern. 1980 und folgende haben diese Chance nicht mehr. Da schafft es nur noch jeder Zweite oder jeder Dritte. Das heißt, da hat sich fundamental etwas verändert. Noch eine interessante Zahl. Seit 2017 verdienen die unteren 40% auch dieser Gesellschaft, dieses Landes, weniger als die Generation davor. Also netto weniger in der Tasche. Sie kennen diese Befunde. Das ist ein dramatischer Befund. Das ewige Versprechen, unseren Kindern soll es mal besser gehen, können wir offenbar nicht mehr einlösen. Was ist da passiert, Herr Steinbrück? Es gibt keinen einzigen Grund dafür, sondern es kommen wahrscheinlich mehrere Entwicklungen zusammen. Richtig ist, das Wohlstandsparadigma, in dem wir groß geworden sind, steht zur Disposition. Und zwar erst recht durch die jüngste Entwicklung dieser letzten Monate. Wie ich fürchte, wird es uns auf Jahre so gehen. Ich glaube nicht, dass wir in 2, 3 Jahren aus dieser wirtschaftlichen Krise heraus sind. Wir haben es in der Tat mit erheblichen Verteilungsproblemen zu tun und die werden zunehmen. Deshalb spielt in meinen Augen die Frage der Verteilungsgerechtigkeit eine erneute Rolle auf der politischen Tagesordnung bis hin zu steuerpolitischen Fragen. Nicht nur zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben, sondern auch mit Blick auf den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Mhm. Wenn die unteren 6/10 dieser Gesellschaft den Eindruck haben, dass sie die Verlierer dieser Entwicklung sind, dann wandern die ab, auch aus dem etablierten politischen Meinungs- dann kündigen oder die auch gedanklich, ne? Auch psychologisch. Das ist die große Gefahr. Ich finde keinen einzigen Grund, der damit zusammenhängt als Ursache. Aber die Entwicklung ist jedenfalls absehbar. Wir merken es am ehesten bei der Vermögensentwicklung. Die Vermögensentwicklung in Deutschland driftet deutlich auseinander, ist auch messbar, weshalb in meinen Augen immer die Debatte richtig gewesen ist, ob man bei der Erbschaftsbesteuerung nicht dazu beitragen kann, dieser Vermögensentwicklung etwas entgegenzuwirken und das dafür gewonnene Geld bei der Erbschaftssteuer zielgerichtet zum Beispiel in Bildung zu stecken. Richtig. Eine Debatte, die aber lange tabuisiert worden ist, so wie andere Fragen bei anderen Parteien auch nach wie vor gewissen ideologischen Barrieren unterliegen. Zum Beispiel? Naja, wenn ich mir angucke bei der FDP, der Widerstand gegen ein Tempolimit und gegen Steuererhöhungen, und zwar für die oberen Etagen, ist dort eine ideologische, unterliegt einer ideologischen... Auch die Liebe zur Schuldenbremse, die Sie eingeführt haben, Herr Steinbrück. Ja, darauf kommen wir gleich. So, bei der
SPD ist es nach wie vor, wie ich glaube, lange eine absolute Fehlorientierung gewesen mit Blick auf die Bündnis- und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr. Wir haben die eher in der Bundeswehr eine Art technisches Hilfswerk gesehen und wachen jetzt auf. Bei der CDU ist es das Thema der Zuwanderung und Einwanderung, stark tabuisiert über Jahrzehnte, die eigentlich schon vor 15 Jahren hätten wir ein vernünftiges Einwanderungs- oder Zuwanderungsgesetz haben müssen. Also es gibt in all diesen Parteien, gibt es, wie ich glaube, Tabuzonen, Denkschablonen, die sich in dieser Krise auflösen müssten. Ich gebe zu, das wird alle Parteien in große Schwierigkeiten bringen. Weil geben Sie auch zu, dass Sie mit dabei waren? Ich war auch mit dabei, aber mit Sicherheit, wie wir alle übrigens. Das auch war gar kein Vorwurf, will nur sagen. Nehme ich auch nicht als Vorwurf. Ich stelle nur fest, wenn wir zurückblicken auf 2013, 2014 und die ersten Indizien, was dieser Putin eigentlich ist, da bewegte sich die Politik in Deutschland in einer völligen Übereinstimmung mit den Medien und mit weiten Teilen der Bevölkerung. Kein Mensch war damals für eine stärkere Aufrüstung der Bundeswehr. Kein Mensch war damals für stärkere Sanktionen gegenüber Putin. Keiner wollte eine andere Gangart haben mit Putin, sondern wir haben es einfach hingenommen, dass er die Krim annektiert hat und dass er mit seinen grünen Männchen einmarschiert ist in die östlichen Bereiche. Aber grüne Männchen, die grüne Partei dieses Landes, muss man da ein bisschen außen vor nehmen. Ja, ich will nur darauf hinaus, da hat nicht nur die Politik geirrt, sondern wir waren alle in einer großen mentalen Übereinstimmung, uns in unserer guten Gegenwart bequem zurückzulehnen und zu sagen, das geht schon irgendwie so weiter. Das ist der rhetorische Trick, zu dem viele dieser Tage greifen, Herr Steinbrück, den Sie gerade einsetzen. Ja? Sie sagen, ja, der letzte war Sigmar Gabriel, hier auch auf diesem Stuhl sitzend. Da sagte er, ja, klar, Sie haben recht und so, aber eigentlich waren wir es ja alle. Sie machen sich da einen schlanken Fuß. Das weiß ich nicht. Wenn ich mir angucke, wie deutsche Unternehmer jedenfalls geredet haben nach 2014, auch mit Blick auf die Wirtschaftsbeziehungen Russland, war da auch niemand dabei, der eine härtere Gangart haben wollte. In den Medien kann ich das auch nicht so richtig erinnern. Nach dem Motto, sind wir jetzt alle bellizistisch gegenüber Russland, ja oder nein? Da habe ich solche Töne auch nicht gehört. Und bei der Politik zugegebenermaßen auch nicht. Leicht zu undifferenziert aus meiner Sicht. Trotzdem, Frau Pagow will auch gleich was dazu sagen. Also, für das Wort leicht danke ich Ihnen. Ja. Ich bemühe mich, Herr Steinbrück. Natürlich gab es auch Medien, ich muss auch mal den vielgeschmähten Axel Springer Verlag nennen, bei Annexion Krim, klare Positionen danach gehabt. Und es gab aber sicherlich viel zu wenige, auch wir als Medien, die Themen einseitiger Abhängigkeit von Russland thematisiert haben. Gas war auch nie ein Thema wirklich bei uns, wenn wir mal ehrlich sind. Und auch sicherlich der pro-russische Kurs dieses Landes. Und ich erinnere mich selber, wir sprachen eben drüber über die Rede von Putin 2001. Wir waren selbst alle geblendet. Also ja, wir haben alle unsere Schuld. 2001 die Rede im Bundestag. Genau, wo wir dachten, das ist der neue Mann, die neue deutsch-russische Partnerschaft ist fast auf Augenhöhe mit Äquidistanz zu Amerika. Was haben wir damals für Kommentare geschrieben? Völlig irre im Nachhinein. Also ja, wir lagen falsch. Trotzdem ist ja entscheidend, was hat die Politik, und das ist mein zentraler Vorwurf an die Politik, wenn die Politik natürlich weiterhin immer nur, und Sie haben sie gerade wunderbar aufgezählt, an ihre Klientel jeweils denkt. Übrigens haben Sie bei der SPD vergessen, dieser Fokus auf die Transferleistungsempfänger, dieser nicht erfolgte Fokus seit Jahrzehnten auf die Mitte dieser Gesellschaft, die arbeitet, die Leistungsbringer, genauso der kleine Mittelstand, dass wenn wir die mal etwas mehr innovativ hätten werden lassen, auch von Steuern und Abgaben zeitweise befreit, dann glaube ich, wären wir vielleicht bei den Geschäftsmodellen, bei der innovativen Wirtschaftspolitik etwas vorangekommen. Aber jeder hat so seine kleinen Klientel ständig betreut über Jahre in der Politik. Und das ist eigentlich das Problem, warum wir jetzt so hinten dran sind. Wenn wir mal zurückkommen ins Hier und Jetzt und wir vorhin gerade über Zumutungen gesprochen haben. Die Tatsache, dass man sozusagen keinem sagt, Dich brauchen wir jetzt. Du musst mehr tragen als andere. Was ist das für Sie? Ist das Feigheit vor dem Bürger? Ist das mangelnde Führung? Was ist das? Das ist mangelnde Konfliktbereitschaft. Angst vor dem Wähler? Das weiß ich nicht, ob Angst vor dem Wähler, aber es ist eine mangelnde Konfliktbereitschaft, diesen Satz fördern und fordern zu übertragen, auch in die heutige Zeit. Nach dem Motto, ich als Politik oder als der Staat, unser Gemeinwesen, hat zu fördern, all diejenigen zu unterstützen, die in der Tat in existenzielle Nöte kommen, Bürgerinnen und Bürger genauso wie Unternehmen. Aber andere, die mehr tragen können und beitragen können, die fordere ich auch, ihren Beitrag zu leisten, um in einer solchen Situation dafür zu sorgen, dass dieses Gemeinwesen A, beieinander bleibt und B, durch diese Herausforderung
einigermaßen unbeschädigt durchkommt. So eine dasselbe bildet sich auch übrigens ab in dem doppelten Satz oder Begriff von Führen und Sammeln. Ich muss führen, aber auf der anderen Seite auch die Bindemittel im Auge haben, um diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Führen und Sammeln, Fördern und Fordern ist in meinen Augen eine richtige Orientierung in diesen Zeiten. Wer bei mir Führung bestellt, der kriegt sie auch. Der muss sie dann auch bekommen. Kriegen wir? Ja, ich glaube, dass wir es mit einer besonderen Führung zu tun haben. Dafür bin ich ganz froh, denn die Risiken, die da noch im Hintergrund zu lauern scheinen, mit Blick auf jemanden, der die Eskalationsschraube immer weiter andreht, führt bei mir dazu, dass ich ganz froh bin, wenn im Bundeskanzleramt kein Hitzkopf, kein Cowboy, kein Mann sitzt, der sich besonders aufspielt, keiner, der nationale Alleingänge macht, sondern sich dieser Risiken über die weitere Entwicklung sehr bewusst ist.